Hey, willkommen zurück auf dem Channel. Schön, dass du wieder da bist, hier am Donnerstag. Heute verrate ich dir die beste Sache, die du machen kannst, um deine Männlichkeit, deine männliche Ausstrahlung zu stärken und um allgemein im Leben besser klarzukommen. Du weißt ja, wenn du länger diesen Channel verfolgst oder zum Beispiel mein Buch Die Zeus-Methode gelesen hast, Männlichkeit ist ganz wichtig, denn je männlicher du bist, desto mehr Anziehung übst du auf das Weibliche aus. Aber je männlicher du bist, desto einfacher fällt dir auch der komplette Umgang mit Frauen, denn mit deiner Männlichkeit gleichst du ganz natürlich die Weiblichkeit der Frau aus. Du kennst es sicherlich, die Frau ist sehr weiblich, ist gerade emotional, liegen welchen emotionalen Stürmen und plötzlich gehst du da auch mit rein, wirst auch emotional, bist auch traurig und verletzt und alles wird immer schlimmer und irgendwann bist du die Frau dann los. Wenn dir sowas schon mal passiert ist, genau wie es mir früher passiert ist, dann fehlt und mangelt es dir an deiner Männlichkeit und hier zeige ich dir gleich, wie du die auf Dauer effektiv stärken kannst. Also ich bin ein bisschen fies und muss gestehen, wenn du mein Buch Die Zeus-Methode kennst, dann weißt du bereits, wovon ich rede, dann weißt du bereits, was ich dir hier gleich empfehlen werde, aber die meiner Meinung nach allerbeste Möglichkeit, um deine Männlichkeit zu stärken, ist es, dass du dich regelmäßig neuen Herausforderungen stellst. Ja, das kennst du, wenn du mein Buch gelesen hast, schon aus dem Buch, wo ich dir sage, stell dich jede Woche 3 neuen Herausforderungen. Also schau, hey, welchen Herausforderungen könnte ich mich diese Woche stellen? Dabei ist es egal, was für Herausforderungen das sind. Es kann im Frauenbereich sein, es kann aber auch in irgendeinem anderen Bereich sein. Es muss einfach nur so sein, dass diese spezielle Sache dich herausfordert. Und wenn du das dann gefunden hast, wenn du dann 3 Sachen gefunden hast, die dich herausfordern, zum Beispiel Achterbahn fahren, deine Oma anrufen, einen Freund anrufen und ihm sagen, wie wichtig er dir ist, die Steuererklärung machen, Frauen auf der Straße ansprechen, dich von der Frau trennen, mit der du zusammen bist und die du eigentlich, mit der du eigentlich gar nicht mehr zusammen sein möchtest, einem Freund sagen, was Sache ist, dem du lange Zeit nicht gesagt hast, was du ihm sagen willst, dich hinsetzen und an deinem Business arbeiten oder pünktlich kommen oder was auch immer für dich speziell eine Herausforderung ist. Das kann ja ganz individuell sein, aber du musst dich einfach regelmäßig Herausforderungen stellen und es gibt nichts, was deinen männlichen Kern mehr stärkt als das. Warum nicht, könntest du jetzt fragen. Das ist eine gute Frage und die möchte ich dir gerne beantworten. Erstmal ist es so, jetzt wird es etwas komplexer. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Du kennst das sicherlich, wenn du unsicher in der Gegenwart von Frauen bist. Das hast du sicherlich schon mal erlebt, so wie wahrscheinlich jeder von uns. Das ist ja auch keine Schande. Du bist also unsicher in der Gegenwart von Frauen und das kommt daher, dass du zu viel denkst, dass du dir darüber Gedanken machst, oh nein, was denkt sie jetzt von mir? Oh nein, war das jetzt die richtige Handlung? Findet sie mich jetzt noch cool? Oder nee, oder sie hat das und das gesagt. Sie hat gesagt, sie will gerade gar keine Beziehung. Vielleicht sollte ich sie nochmal fragen, ob es okay ist, dass ich sie weiter date. Sie hat gesagt, sie will gerade gar nicht dies und das. Ich weiß gar nicht, ob ich sie jetzt küssen soll. Bla, 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 bla. Du kennst das wahrscheinlich, wenn die Frau dich mit ihren Worten verwirrt oder du allgemein ein bisschen verwirrt bist, weil du zu sehr hier oben in deinem Kopf unterwegs bist. Was Herausforderungen jetzt machen, ist, dass sie diese Sachen aus deinem Kopf nehmen und überwinden bzw. zerstören. Und das kannst du dir so vorstellen, angenommen, du machst Bungee Jumping und das ist eine große Herausforderung für dich. Sicherlich stehst du vor dem Bungee Jumping da oben auf der, nehmen wir mal an, Brücke und denkst dir so, boah, muss ich hier jetzt echt runterspringen? Oh nein, ich will nicht runterspringen. Was könnte passieren? Bla bla bla. Also beim Bungee Jumping, bei dieser Herausforderung oder bei Herausforderung allgemein, passiert das Gleiche hier oben, wie wenn du mit einer Frau unsicher bist. Okay, das ist der gleiche Mechanismus, der hier abläuft. Und wenn du jetzt aber Bungee Jumping gehst, also wenn du einfach das tust und dich überwindest, dann hast du gelernt, deinen Verstand, dein inneres Gelaber zu überwinden. Und wenn du das regelmäßig machst, dann kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, dass du auch dein inneres Gelaber in der Gegenwart von Frauen überwinden kannst. Das heißt, dann geht deine Unsicherheit in der Gegenwart von Frauen verloren und du wirkst männlicher, stabiler, fester. Ja, das heißt, wenn eine Frau dann zum Beispiel emotional ausrastet, du hast das sicherlich mal erlebt, eine Frau, die komplett emotional ausrastet und wenn es dir geht wie vielen Männern, dann macht einen das ein bisschen unsicher, dann ist man verwirrt, dann weiß man nicht genau, was man sagen soll und im schlimmsten Fall wird man auch noch sauer und steigt mit ein und dann schreibt man sich gegenseitig an. Und all das passiert halt, weil hier oben Unsicherheit herrscht, weil du dir denkst, oh nein, jetzt ist sie sauer, wie soll ich reagieren, was soll ich sagen, damit sie nicht noch saurer wird, oh nein, jetzt ist sie noch sauer geworden, ah, was soll ich jetzt machen, ah, jetzt hat sie mich beleidigt, jetzt bin ich auch sauer, so. Und wenn du dich regelmäßig Herausforderungen stellst, dann hast du einfach diese Angst hier oben abgeschaltet und dann hast du diese Angst auch nicht mehr im Umgang mit der Frau. Wenn du dich regelmäßig Herausforderungen stellst, dann rastet die Frau vielleicht aus und schmeißt dir ihre Emotionen entgegen, wie so ein riesiger Sturm, so pff. Ja, und du stehst einfach da, hörst ihr zu, bist bewusst mit dieser Frau, lässt das einfach alles pff, einmal auf dich zudonnern
Und irgendwann, so wie das mit Emotionen nun mal ist, ist es ja auch vorbei und dann ist alles wieder gut. Das bedeutet also, wenn du deine Männlichkeit stärken willst, wenn du deinen Umgang mit Frauen aufs nächste Level bringen willst, und das ist egal in welchem Bereich, ja, ich habe jetzt von einem Streit gesprochen, das wäre wahrscheinlich eher Beziehung, aber das gilt auch für zum Beispiel das Kennenlernen. Weil wenn du jetzt eine Frau auf der Straße ansprichst und nehmen wir mal an, wenn du es gut machen würdest, wäre sie sogar dabei, mit zu dir nach Hause zu gehen sofort. Wenn du eine Frau mit nach Hause nehmen willst, sofort von der Straße, dann musst du Widerstände überwinden können, dann musst du deinen eigenen Kopf überwinden können, dann musst du mit Widerständen der Frau ordentlich umgehen können. Und du kannst dir ja sicherlich vorstellen, dass du nicht mit Widerständen, die Frau dir gibt, umgehen kannst, wenn du schon andere Herausforderungen nicht meistern kannst. Ja, das ist ja auch eine Herausforderung. Und je mehr du es dir zur Gewohnheit machst, dich regelmäßig herauszufordern, dich regelmäßig in deine Grenzen zu bringen, desto weniger Gelaber ist hier oben und desto mehr kannst du klar denken und klar handeln. Und klares Denken und klares zielgerichtetes Handeln ist männliches Handeln. Ja, weibliches Handeln ist oft eher so, ja, wir schauen mal, wie wir uns fühlen und dann machen wir das mal so, wie es passt und dann ist das schön und das fühlt sich gut an. Ja, so handeln Frauen. Und das ist auch toll, dass Frauen so handeln, denn das ist sehr, sehr anziehend für uns Männer. Aber wenn du auch so handelst, so, oh, wir gucken mal und dann schauen wir mal und wenn es ihr nicht gefällt, dann machen wir etwas anderes. Hauptsache, wir fühlen uns alle wohl. Dann ist das schön und gut und sehr politisch korrekt, aber nicht unbedingt sehr anziehend und führt sicherlich nicht zu dem Ergebnis, das du dir wünscht, mein Lieber. Und deswegen musst du einfach lernen, männlich zu handeln, männlich zu wirken, deine männliche Ausstrahlung zu stärken. Und die beste Methodik, die ich kenne, sind Herausforderungen. Na, Herausforderungen haben zusätzlich noch den Vorteil, dass sie gewisse innere Konflikte wachrufen können. Ich gebe dir ein Beispiel. Angenommen, ich bin jetzt jeden Tag draußen und spreche 10 bis 20 Frauen an. Allein dadurch, dass ich so viele Frauen jeden Tag anspreche, komme ich in so viele Situationen, die mich herausfordern und die vielleicht auch alte Verletzungen zum Beispiel hochrufen können. Also wenn eine Frau mich jetzt extrem ablehnt, kannst du dir ja vorstellen, oder wenn eine Frau dich extrem ablehnt, kannst du dir ja vorstellen, dass sich das scheiße für dich anfühlt und vielleicht wirst du dann daran erinnert, wie früher die Frauen dich schon abgelehnt haben und dann kommt alles so ein bisschen hoch und du fühlst dich echt schlecht. Und die Männer denken immer, oh, das ist so schlecht, dass das passiert, dass ich mich jetzt schlecht fühle, ich will mich nicht schlecht fühlen. Dabei musst du verstehen, dass wenn sowas passiert, wenn eine Frau etwas in dir triggert, auslöst, dann ist das für dich eine geile Möglichkeit, deine Persönlichkeit zu stabilisieren, weiterzuentwickeln und männlicher zu machen. Da werde ich in einem anderen Video nochmal drauf kommen, aber jetzt einfach hier ganz kurz gefasst. Also nehmen wir mal an, da gibt es diese Angst in dir, also du hast Angst vor irgendwas, vor einer Ablehnung und dadurch, dass du Frauen ansprichst, wird diese Angst aufgedeckt und wird auf einmal real und du spürst sie. In diesem Moment, wo du sie spürst, kannst du aktiv damit arbeiten. Wie gesagt, da komme ich in einem anderen Video nochmal zu. Und wenn du aktiv mit dir arbeitest, ist diese Angst weg. Das heißt, du hast dann weniger Angst. Und das heißt wieder, wenn du jetzt aufgepasst hast, verstehst du das, dass du hier oben weniger bist. Du bist dann wieder hier oben weniger im Kopf. Denn hier oben sind wir oft dann, wenn wir Angst haben. Wenn wir oft Angst vor Handeln, wenn wir viel Angst haben, unser Leben sehr von Angst bestimmt ist, dann liegt es daran, dass wir hier oben viel sind. Wenn du Ängste auflöst, weil du dich mit den Emotionen aktiv auseinandersetzt, dann löst sich das auf und du bist freier. Du bist männlicher. Du wirkst männlicher. Um es nochmal zusammenzufassen, das Wichtigste ist, stell dich jede Woche regelmäßig neuen Herausforderungen. Wenn du noch mehr über dieses Herausforderungen- und Männlichkeitsstärken-Ding wissen willst, dann sicher dir mein Buch, sicher dir mein Buch. Das klingt wie so ein Verkaufsvideo. Sicher dir jetzt mein Buch, die Zeus-Methode. Nein, dann kannst du dir mein Buch, die Zeus-Methode, hier im ersten Link in der Beschreibung besorgen auf Amazon. Stelle ich regelmäßig neue Herausforderungen und ich verspreche dir, Video-Hand drauf, ich garantiere dir, das ist jetzt kein Scheiß, ich garantiere dir, ganz unabhängig davon, wer du bist, wenn du dich regelmäßig jede Woche 3, 4, 5 neue Herausforderungen stellst. Also Sachen, die dich wirklich an die Grenze bringen, wo du wirklich vorher dir denkst, ich will das nicht machen, ich kann das nicht machen, ich sollte das nicht machen. Wenn solche Gedanken kommen bei dieser Sache, von die du machen möchtest und du machst das regelmäßig, ich garantiere dir, und ich meine das, ich garantiere dir, dein Erfolg mit Frauen wird sich verbessern, du wirst dich mit dir als Mann besser fühlen, Frauen werden anders auf dich reagieren, wenn du das regelmäßig machst. Natürlich nicht sofort nach der ersten Woche, aber du wirst auch nach der ersten Woche schon einen ganzen Unterschied feststellen können, das verspreche ich dir. Mach das ein paar Wochen und mach das ein paar Monate und wenn du dann zu mir kommst und mir sagst, Tim, das hat nicht funktioniert, das will ich sehen. Das will ich wirklich sehen. Wenn du dich regelmäßig Herausforderungen stellst, die dich wirklich an deine Grenze bringen, dann wird sich einiges bei dir verändern. In deinem Gefühl mit dir selbst, du wirst dich selbstbewusst fühlen, du wirst dich gut mit dir fühlen und mit diesem neuen Selbstvertrauen haust du die Frauen um. Zusätzlich spüren die das, dass du regelmäßig die Herausforderungen stellst.
Hundertprozentig hat das eine Auswirkung auf dein Datingleben, verspreche ich dir. Schön, dass du dabei warst hier am Donnerstag. Jetzt bin ich ein bisschen ausgerastet und das muss auch manchmal sein. Links kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für einen der letzten Coachingplätze für dieses Jahr bewerben. Und links unten geht's zum letzten Video auf diesem Channel. Schön, dass du dabei warst. Wie immer sehen wir uns am Samstag wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine geile Woche. Ciao!